Hallo, ihr fabelhaften Schützegeborenen und Schütze-Aszendenten. Herzlich willkommen zu eurem Jahreshoroskop 2018 mit eurer Astrologin Antonia Langsdorf. In diesem ersten Teil gehe ich ausführlich auf eure langfristigen Tendenzen ein. Es ist also euer Erlebnishintergrund für 2018. Im zweiten Teil gebe ich euch einen Überblick über die Highlights und die kritischen Phasen mit den Liebesplaneten. Teil 2 erscheint rechtzeitig bis Neujahr und wenn ihr meinen Kanal abonniert, bekommt ihr eine Nachricht von YouTube, sobald das Video online ist. Natürlich bin ich jederzeit für eine persönliche Beratung für euch da. Ihr erreicht mich über mein Kundentelefon oder meine Homepage und alle Infos dazu verlinke ich unten in der Videobeschreibung und auf der Infokarte hier oben im Bild. Dann habe ich eine ganz tolle Verlosung für euch, mehr dazu am Ende des Videos, also bleibt dran. Und so stehen eure Sterne 2018. Ihr seid bestimmt froh, dass der Durchgang von Saturn durch euer Zeichen jetzt ausgestanden ist. Die erste Dekade ist ja schon länger damit durch, aber die zweite und dritte Dekade, die knabbern bestimmt noch an den Folgen dieses Transits. Und ihr könnt euch freuen, dass der Druck jetzt nachlässt und ihr das Gefühl habt, von vielen Sorgen und Ängsten befreit zu sein. Ab dem 8. November des Jahres läuft es dann richtig gut für euch, wenn der Jupiter in den Schützen wechselt und euch dann für 13 Monate mit seiner Power versorgt und verwöhnt. In der Liebe wird es ein spannendes Jahr für viele Schützegeborene. Von Mai bis November wird der Mars über weite Strecken in einem günstigen Aspekt zu eurer Sonne stehen und euch mit witzigen Einfällen, der Lust auf heißen Diskussionen und viel Charisma ausstatten. Gerade Schützefrauen begegnen der Liebe sozusagen direkt vor der Haustür, vor allem wenn ihr offen und neugierig durch die Welt geht. Ihr habt Mut, Gespräche anzufangen und das hilft euch natürlich sehr beim Flirten und bei der Kontaktaufnahme. Die Konstellation ist übrigens auch gut, um übers Internet mit jemandem anzubandeln. Auch der Mondknoten steht noch bis November in einem guten Aspekt für euch und zeigt für Schützen, die viel reisen oder sich fortbilden, besonders gute Chancen, dabei tolle Leute kennenzulernen. Jetzt schauen wir uns euren Erlebnishintergrund an, also wie die langsam laufenden Planeten 2018 für euch stehen und welche Einflüsse sie anzeigen. Und wir fangen an mit Saturn. Der steht zwar nicht mehr im direkten Aspekt zu euch, ne, aber vom Zyklus her geht er nun bis Ende 2020 durch euer zweites Finanzhaus. Und da gibt es einige Sachen zu beachten. Wahrscheinlich stellt ihr fest, dass ihr aus der Vergangenheit immer noch hohe Ausgaben habt und deswegen müsst ihr eure finanzielle Situation im Auge behalten. Dabei geht es um Absicherung, weniger um Expansion. Ihr müsst jetzt Ernsthaftigkeit und Reife entwickeln, was eure Geldangelegenheiten angeht. Und das ist auch eine gute Zeit, in der ihr Schulden abbauen könnt. Ungünstig ist der Transit, um neue Kredite aufzunehmen. Auf jeden Fall profitiert ihr beim Umgang mit euren Finanzen von der Lernerfahrung, die ihr mit Saturn im Schützen in den letzten 3 Jahren durchgemacht habt. Auch wenn man mit Saturn immer sparen muss. Dieser Saturn-Transit ist eine Phase, in der ihr euch langfristig eine finanzielle Sicherheit aufbauen könnt. Auch beruflich ist es wichtig für euch, dass ihr die Anstrengungen und Erfolge der letzten 3 Jahre nun absichert und dafür sorgt, dass sie weiterhin Früchte tragen. Auch Jupiter bildet nun keinen Hauptaspekt mehr zur Schützesonne, sondern er hat sich in euer 12. Sonnenhaus zurückgezogen. Und für die Liebe bedeutet das, dass ihr vorübergehend ruhiger werdet oder dass euch verborgene Affären interessieren. Wenn ihr spirituell orientiert seid, begegnet ihr der Liebe eher im Zusammenhang mit einer Meditationsgruppe oder mit Gleichgesinnten, die auch auf dem spirituellen Weg sind, als auf lauten Partys, zu denen ihr vielleicht auch gar nicht so viel Lust habt. Natürlich werden Venus und Mars euch auch immer wieder aus diesem Rückzug herauslocken. Aber es liegt insgesamt so eine Art mystische Stimmung für euch in der Luft und ihr interessiert euch einfach für die Dinge, die man eher so in der Stille oder im eigenen Inneren findet. Das ist natürlich eine großartige Konstellation für alle Schützen, die auf dem spirituellen Weg weiterkommen wollen. Und sie kann auch das schöne Gefühl mit sich bringen, von unsichtbaren Kräften beschützt und geführt zu werden. Im November ändert sich das wieder. Spätestens dann hat die Welt euch wieder. Dann wechselt nämlich Jupiter ins Zeichen Schütze und besucht euch damit sozusagen bei euch zu Hause. Plant jetzt schon mal euren Geburtstag 2018 mit einer großen Party zu feiern und damit ein neues Jahr einzuläuten, in dem ihr wieder öfter im Mittelpunkt steht.
Dieser Hang zu geheimen Affären hat aber nicht nur damit zu tun, dass euch Jupiter sozusagen ins Verborgene lockt, sondern natürlich auch mit dem Einfluss von Neptun, der hier in den Fischen steht und damit eine Spannung zur Schützesonne bildet. Vor allem, wenn ihr zwischen dem 2. und dem 8. Dezember Geburtstag habt, empfangt ihr diesen Einfluss und landet womöglich immer wieder in Dreiecksbeziehungen oder trefft Leute, die Geheimnisse haben, die sie euch nicht gleich mitteilen. Da die Planeten aber nicht nur äußere Personen beschreiben, sondern auch die innere Psychologie, könntet ihr natürlich auch selbst diejenigen sein, die ein Geheimnis mit sich herumtragen, was alle ihre Beziehungen beeinflusst. Ich sag's euch, ihr Lieben, auf die Dauer ist das nichts für euch. Der Schütze möchte eigentlich gerne offen und ehrlich sein und zu sich selbst stehen. Und er leidet auf die Dauer darunter, wenn irgendwo immer eine Geheimhaltung nötig ist. Es sei denn, ihr habt im Geburtshoroskop viele Planeten im Skorpion, dann seid ihr schon eher Geheimniskrämer. Das müsste man dann mal in einer Beratung klären. Aber grundsätzlich ist die Schützesonne lieber frei und ehrlich. Deswegen solltet ihr auf die Dauer versuchen, unklare Mehrfachbeziehungen zu sortieren und Entscheidungen zu treffen, die euch zu mehr Einfachheit und Klarheit verhelfen. Der Schütze an sich hat es gerne unkompliziert und da solltet ihr eurer Natur treu bleiben. Denn sonst, das zeigt Neptun halt auch an, dann kann euch das buchstäblich bis in euren Schlaf verfolgen und Schlafstörungen und schlechte Träume und häufige Müdigkeit können die Folge sein. Anders sieht es für euch aus, wenn ihr in den letzten Tagen des Schützezeichens Geburtstag habt, also zwischen dem 15. und 21. Dezember. Dann steht ihr nämlich zumindest bis Mai und dann nochmal von November bis 2019 unter dem Einfluss von Uranus, der während dieser Zeit sehr günstig zur Schützesonne steht. Ihr habt dann weiterhin Lust zu feiern und könnt tolle, aufregende Menschen kennenlernen. Das können Leute sein, die irgendwie unpassend erscheinen, viel jünger oder viel älter, aber das ist ganz egal, weil die Chemie einfach großartig ist. Schützen in fester Beziehung profitieren von diesem Aspekt, weil sie sehr unternehmungslustig sind und experimentierfreudig auch, gerade auch wenn es um Erotik und Sexualität geht, da seid ihr super kreativ. Ein sehr interessanter Aspekt für euch beginnt am 6. August 2018, dann wechselt die Lilith in den Wassermann und damit beginnt dann eine neunmonatige Zeit, wo ihr besonders inspiriert und kreativ seid. Besonders Schützegeborene, die gerne schreiben und texten, sei es im Tagebuch oder Briefe und E-Mails oder sei es professionell als Journalist, Blogger oder Schriftsteller, die werden begeistert sein. Ihr habt nicht nur tolle Ideen, ihr trefft auch unfassbar spannende Leute, vor allem Frauenfiguren, die euch in positiver Weise herausfordern und euch ganz tolle Aufregung auch geben. Umgekehrt wird auch das, was ihr zu sagen habt, für heiße Diskussionen sorgen und viel bewegen. Wenn ihr also vorhabt, etwas Kreatives zu schreiben, haltet euch die zweite Jahreshälfte dafür frei. Und diesen Aspekt spüren besonders die Geburtstagskinder vom 22. November bis zum 10. Dezember. Der Mondknoten steht fast das ganze Jahr super für die Schützegeborenen hier im Löwen, denn er lenkt eure Sehnsucht und die Energie eurer Seele hier in das 9. Sonnenhaus und das ist praktisch euer Zuhause im Horoskop. Und da geht es um Themen wie Reisen, höhere Bildung, Abenteuer, den Horizont erweitern und auch eure persönliche Philosophie oder eure Sehnsucht nach der Spiritualität. Fragt euer Herz, wohin die Reise gehen soll. Was wollt ihr von unserem schönen Planeten noch sehen und lernen? Nutzt euer Fernweh und eure Lust auf Erfahrungen im Ausland oder durch Fortbildungen, denn sie werden euch nicht nur persönlich bereichern, sondern sie erhöhen auch die Chance, ganz tolle Menschen kennenzulernen. Und diese schöne Phase geht noch bis zum 6. November 2018. Und kaum hat euch der Mondknoten verlassen, habt ihr dafür dann Jupiter auf eurer Seite, nämlich ab dem 8. November. Dann wird er in euer Zeichen wechseln. Jupiter gilt ja grundsätzlich als Glücksplanet, aber weil er euer Zeichen beherrscht, habt ihr natürlich einen besonderen Draht zu ihm und sozusagen eine Standleitung zum Glück, weshalb der Schütze ja auch völlig zu Recht als optimistisch und vom Glück begünstigt gilt. Im Schützen wird sich Jupiter natürlich wunderbar entfalten können und alles, was ihr während seines Durchgangs durch euer 12. Haus in der Stille erforscht und erkannt habt, könnt ihr dann in die Welt hinaustragen. Und man wird euch zuhören und euren Rat und eure Weisheit suchen. Aber natürlich heißt das auch, dass ihr dann viel Spaß habt, viel Party macht und häufig im Mittelpunkt steht. Mit anderen Worten, ihr seid dann wieder mehr ihr selbst. Aber im Rückblick werdet ihr bestimmt feststellen,
dass ihr diese Phase des Rückzugs und der Verbindung zur Mystik nicht mehr missen wollt. Das war euer Erlebnishintergrund für 2018. Betrachtet das Jahr als eine Zeit, in der sich eure Persönlichkeit entwickeln und vertiefen wird und in der ihr den Mystiker oder die Mystikerin in euch entdecken werdet. Aber wie gesagt, trotzdem wird es in der Liebe auch jede Menge aufregende Zeiten für euch geben. Alles über die Highlights und die kritischen Phasen des Jahres und natürlich, was die Liebesplaneten euch zu bieten haben, das erfahrt ihr in Teil 2 des Jahreshoroskops. Und Teil 2 wird rechtzeitig bis Neujahr online gehen. Wenn ihr euer persönliches Jahreshoroskop bei mir buchen wollt, seid ihr natürlich herzlich willkommen. Am besten ihr bestellt es über die Homepage oder ihr ruft direkt auf meinem Kundentelefon an. Und alle Infos findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung oder auf der Infokarte hier oben im Bild. Im Januar habe ich 2 wichtige Webinartermine für euch. Da ist einmal mein Webinar Saturn-Probleme heilen. Da freue ich mich schon sehr drauf, euch aus meinem Erfahrungsschatz ein paar goldene Regeln mitzugeben, wie ihr diesen Saturn-Transit meistern könnt. Von mir bekommt ihr nur solche Anregungen, die euch wirklich was nützen und von denen ich weiß, dass sie funktionieren. Da bin ich ganz der Steinbock. Der Termin ist am Freitag, den 12. Januar um 17 Uhr. Und eine Woche später leuchten dann wieder Antonias Sterne im Webinar, wie immer in einer kleinen exklusiven Gruppe und jeder kann mir eine spezifische Frage zum Horoskop stellen. Und das ist dann am Freitag, den 19. Januar um 17 Uhr. Falls ihr noch ein Geschenk sucht zu Weihnachten oder überhaupt für einen lieben Menschen, der sich auch für Astrologie interessiert, möchte ich euch meine Sternzeichen-Kolliers ans Herz legen. Ihr könnt sie über mein Kundentelefon bestellen oder über meinen Shop. Alle Infos dazu findet ihr auf meiner Homepage. Zum Schluss möchte ich mich von Herzen bedanken bei meiner Tochter Marilen, die meine Videos immer so toll mit mir produziert. Und bei meinem Partner Ray Merriman. Ich habe viele, viele Gespräche mit ihm geführt, um die Jahreshoroskope vorzubereiten. Und ich möchte euch sein Buch Voraussagen für 2018 wärmstens empfehlen. Vor allem, wenn ihr euch auch für Finanzen und Wirtschaftstrends interessiert. Es kostet 59 Euro und ihr könnt es über Rays Homepage bestellen. Sie heißt www.mma-europe.ch und ich verlinke euch das auch unten in der Videobeschreibung. Jetzt kommen wir zur Verlosung. Es gibt eine komplette Jahresvorschau mit mir zu gewinnen, also 45 Minuten Beratungsgespräch plus eine Audiodatei mit dem Mitschnitt im Gesamtwert von 155 Euro. Und diese Beratung könnt ihr wie immer gewinnen, wenn ihr mir hier auf YouTube einen konstruktiven Kommentar postet und indem ihr meinen Kanal abonniert. Einfach hier klicken und schon seid ihr bei der Verlosung dabei. Und schaut euch auch meine anderen Videos an, zum Beispiel meine Specials über Saturn im Steinbock, Lilith im Steinbock und den Mondknoten im Löwen, die sind hier eingeblendet. Nun wünsche ich euch ein wunderbares neues Jahr und alles Gute mit den Sternen.